Herzlich willkommen hier in der 60. Folge RimWorld, zweite Staffel in der Bildergalerie. Ich heiße Michael und euch herzlich willkommen. Neue Aufnahmesession, schon wieder. Also musste ich mal wieder kurz gucken. Wir hatten ja die Karawane draußen zum Freudenfest mit dem anderen Trupp. Das Problem ist, meine Huskies verrecken, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, weil die, genau, kein Fleisch haben. Die essen nämlich kein Heu. Die Truppe ist noch draußen, es gab ein Gefecht. Das lief, glaube ich, soweit okay. Wir haben eine Hitzewelle. Mal wieder eine Quest. Wenig Medizin. Aber da können wir ja hier dann bald ernten. Wenn die Leute wieder da sind, lasse ich das machen. Und wir brauchen Holz, weil wir haben keinen Strom. Und eine Hitzewelle, hatte ich schon gesagt. In 47 Grad, draußen 44. Meine Fresse. Und dann wird mir hier alles wieder verrecken. Ja, habe ich schon eingestellt gehabt. Oder habe ich eingestellt? Was kosten hier noch so ein Teil? Drei Bauteile. In der Kühlkammer hätte ich es gerne wirklich kalt. Ich muss es jetzt einfach probieren. Ich baue so ein Ding. Das wird doch gleich die Steff machen. Das muss einfach sein. Und dann lasse ich es mal weiterlaufen. Erstmal ganz normal. Aber, genau. Stromprobleme. Und noch und nöcher. Wir brauchen Holz, um die passiven Kühlungen zu füllen. Und wir brauchen Fleisch. Holzfällen, unbedingt. Okay, lassen wir mal weiterlaufen. Ja, ja, kein Strom, kein Nischt. 10 Bauteile, läuft alles total super. Nee, Junge, du kümmerst dich jetzt mal bitte um das Holz. Und wieso kann ich dich hier nie fällen? Weil du noch nie groß genug bist. Verstehe, verstehe. Sonst geht mir hier nämlich das ganze Fressen drauf. 0,5 Stunden geht sofort los und dann ist nämlich wieder kein Fleisch da. Oh, wie kann ich das Fleisch den Hunden geben? Kann ich dir irgendwas sagen, dass du mal das Fleisch essen sollst? Hä? Was kann ich denn euch zugestehen, dass ihr... Fuck. Super, ja, ich habe noch Fleisch, das vergammelt gleich. Das könnten die Huskies durchaus essen. Wie kann ich das einrichten? Tiere? Husky? Meister? Erlaubtes Gebiet? Die haben alles. Gebiet 1. Husky kriegt das. Motorschaf kriegt das. Haben das, hoffe ich. Ja, ja, ist ein bisschen blöd gemacht. So könnten die Huskies vielleicht sich mal das Fleisch schnappen. Wenn sie Hunger haben, dass sie mir nicht sofort verrecken. Was haben wir hier für eine Quest? Habe ich mir das angeschaut? 5 Repetiergewehre in normaler Qualität. Nein, ganz vergessen. Wird nie passieren. Ich lass mal weiterlaufen. Ja, Fleisch verdorfen. Scheiße. Sieht es mit Nahrungsmitteln aus? Okay, ist eigentlich genug da. So, jetzt brauchen wir Strom. Robin. Brauchen wir Strom. Okay, jetzt haben wir wieder Strom und jetzt geht hier hoffentlich die Temperatur runter. Ja, geht sie. Wenn ich hier jetzt noch richtig Minusgrade drauf gebe, schaffe ich es vielleicht, dass ich hier in 13, 14 schon besser. Ja, das klappt. Die zweite ist gut. 7, 6. Forschung abgeschlossen, Multi-Analysator. Es geht auch sofort wieder los, aber das ist ja gar kein Problem. Das Ziel ist ja Fabrikation. Wieso kann ich das nicht erforschen? Braucht ein Multi-Analysator. Hab ich doch. Ach, muss ich den bauen? Baue Multi-Analysator. Naja, der wird wahrscheinlich wieder einen Haufen kosten. Multi-Analysator. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie bist du? Na toll. Produktion? Nee, nee, nee. Möbel garantiert auch nie. Strom? Diverses. Multi-Analysator. 50 Plaststahl, 20 Gold, 8 Bauteile. Ja, toll. Habe ich kein Gold mehr? Habe ich kein Gold mehr oder was? Was? Kann nicht sein. Ich müsste doch Gold haben. Ich kann das Teil nicht mehr bauen, weil mir... fehlt alles.
Das ist beschissen. Das ist so richtig beschissen. Oh, nee. Und damit komme ich nie zu den Bauteilen. Das heißt, ich muss das erstmal... Dafür habe ich 800 Silber. Was habe ich getan? Aha, der holt jetzt hier das Zeug raus. Ja, schön für dich. 4%, ja, ist irgendwie auch verschwendet. Aber gut. Wir müssen was forschen. Multi-Analysator. Leute, der ist teuer. Also, was können wir nebenbei noch bauen? Teppich herstellen. Boah, könnte man machen. Smoke Pop Packs. Ein Intensivbett könnte ich erforschen. Boah, machen wir mal was Sinnvolles. Aber das ist natürlich, ja, jetzt, wieso verdirbt mir das jetzt in 3? Dann mehr? Leute. Ich brauche hier Minusgrade, egal wie. Ganze Fleisch ist mir verdorben. Verdirbt 16 Tagen frisch. Wie viel haben wir jetzt? 4 Grad. Mein Gott. 52 Grad. Diese Hitzewellen sind wirklich übel. Dann könnten die Typen gerne mal wiederkommen. Ja, aktiv seit einem Tag. Ja, beschädigte Kleidung. Das nehme ich mal weg. Ja, 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 ja. Ganz toll. Läuft super. Kann ich das ernten? Ja. Um das Medizindefizit auszugleichen. Okay. Und dann sollte ich mal irgendwie nach Gold oder so irgend sowas suchen. Was haben wir denn hier? Stahlreste. Man kann ja ein bisschen rumbuddeln in den Bergen. Ach so, genau. Und ich brauche für die Dings, brauche ich jetzt Fleisch. Also muss ich irgendwas jagen gehen. Wer ist denn bereit zum Jagen? Eigentlich nur die Steff. Was jagen wir? Keinen Elefanten, nicht allein. Viel zu riskant. Hier oben waren doch vor vielen, vielen Folgen. Ja. Dachte ich mir schon. Die Wasserschweine, alles weg. Bewegt sich hier irgendwas? Eine Schildi. Affen. Am Arsch der Welt. Elefanten. Totgetretene kleine Ratten. Tja. Nicht so schön, aber ich brauche Fleisch. Und ich schlachte nie meine Tiere. Dann müssen die Schildis hier oben dran glauben. Mir egal. Wir brauchen das Fleisch. Und der Robin kommt mal mit. Oder gibt es noch irgendwas Besseres? Sieht nicht so aus. Schildkröten. Hm. Scheiße. Naja. Machen wir mal. Treffen wir gut? Treffen wir wirklich gut? So, jetzt haben wir zumindest Strom. Wie ist es hier jetzt? Innen 8 Grad, weil draußen 55, ne? Wahnsinn. Aber es ist okay. Es ist frisch, verdirbt in 3,8 Tagen. Kann ich hier, was soll ich denn hier noch machen? 150 gehen oder was? So, schauen wir mal, ob das irgendwas bringt. Feuer frei. Das holt der Konrad sofort. Hier war doch noch eine zweite. Gleich abholen. Und dann wäre es mal nett, wenn die anderen Leute zurückkommen würden. Wie sieht es bei dir mit der Ernährung aus? Besser. Gut. Dann eben Nahkampf angreifen. Nein. Zack. Nein. Ja. Was, der hat Entfernung daneben geschossen. Muss man auch erstmal schaffen. Gut. Ja. Trage. Und was wir jetzt noch schießen können. Schieß mal.
Giraffen. Noch eine Schildkröte. Kasuar. Steff, komm mal hierher. Okay. Ist wirklich nichts in der Nähe. Hier ist der Hain. Kann man ernten. Tatsache, jetzt schon. 83%. Super. Oh, hier ist eine Schlange. Okay, Rob, dieses Ding holst du. Und Steff, du schießt die blöde Schlange. Schlange hab ich gar keinen Bock. Ziggy, meine geliebte Katze. Genau, mach es zu Fleisch. So. So. Robin hat das Chinchilla. Okay, haben wir zumindest das Fleischproblem hoffentlich gelöst. 16 Grad, das schafft. Was ist denn hier los? Karawane ist wieder da, die Leute sind wieder da. 7, 6, 5. Schaffen die einfach, Nina. Krass. Hundi, ist alles okay. Alle wieder da, alle erstmal futtern, bla 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 und reinhauen und läuft. So, haben wir das Problem mit dem Gold und dem Plaststall noch nie gelöst. Tja, das halte ich auch mal für ein anhaltendes Problem. Es hat aufgehört zu regnen. Karawane, eine Vorratskapsel. Ah, sehr gut. Agavenfrüchte, ja, nehm. Aber leider nur Metallschrott. Nicht das, was ich wollte. Aber es hat aufgehört zu regnen. Hier verreckt ein Affe. Also ist schon... Ich glaube, es sind wieder Schlangen da. Also so sieht es hier unten zumindest stark aus. Hin ist weg. Naja, weiterlaufen. Es hat aufgehört zu regnen. Das ist wichtig. Und ja, aus Metallschrott kann man leider noch keine Bauteile bauen. Unglücklicherweise. Tine, wie geht's dir? Naja. Linker Mittelzeh, linker Daumen. Kämpfe haben. Ihren Tribut. Ist das jetzt direkt hier? Ich muss mal gleich schauen, wie das mit der Reinigung aussieht. Cherokee reinigen. Waldarbeit sind deine Aufgaben, genau. Wie viel Holz ist da? Geiz. Was machst du, Typ, eigentlich die ganze Zeit? Außer pennen. In deinem schönen Zimmer. Muss man ja mal dazu sagen. Junge, ist es früh um 6? Ah ja, okay. Sehr gut. Du sollst nie ernten, Kunde. Du sollst nicht ernten. Was ist denn bei dir nie in Ordnung? Du hast das auf 0. Und warum machst du das denn bitte? Das verstehe ich nicht. Es gibt Leute, die haben das auf der 1. Du sollst es gar nie machen. Du hast damit nichts zu tun, Typ. Du sollst die scheiß Bäume fällen. Oh, also was, das regt mich dann ganz leicht auf. Ich brauche größere Bäume. So, Knabe. Bäume fällen. Okay. Zum Ort springen. Ihr kommt aus Süden. Habt ein paar Schusswaffen dabei. Die Musik auch gleich ein bisschen strenger. Rio Clan. Noch mehr von euch da? Nein. So. So, woran hängt's jetzt? Haltbarkeit des Laufs benötigt 80 Watt. Ist Strom da? Strom ist da. So, und ihr Typen kommt hier gleich angerammelt. Oh ja. Schwarzes Karibu. Was kann ich hier unten an Verteidigungspositionen einnehmen? Also erstmal, Miki, erstmal alle in Kampfposition. So, jetzt wird hier gar nicht rumdiskutiert.
Ihr kommt von hier. Oh, Moment, Moment. Alle hierher, sofort. Kampfstellung gehen. Rina geht gleich hier hin. Cherokee geht auch dahin. Wo gehen die anderen Nasen hin? Gehen alle nach links. Miki geht hier hin. Kine hält sich mal hier auf. Okay, Rina ist also die erste, die ins Gefecht geht. Oh Gott, gepennt wieder mal. Und Steff geht hierher. Gut, direkt in die Schlagfalle gerannt. Umgenietet und die fliehen. Was machen wir da jetzt? Du und du, ihr verfolgt den. Konrad rettet, nimmt gefangen. Okay, das war ein kurzes Gefecht. Erledigt. Das war wirklich kurz. Moment. Konrad. Wie geht's dir? Gleich mal gucken. Diesmal gleich drauf achten. Tod in 6 Stunden. Moment. Miki. So, Konrad, du gehst jetzt mal direkt hierher. Zu den Medikamentösen. Und Miki holt dich. Sofort. Ganz kurz, du hast das Silber. Robin holt Stoff rein, okay. Ist die Hitzewelle immer noch? 45 Grad, wie viel Grad haben wir hier? 0 Grad, okay. Konrad wartet. Du bringst die hierher. Schnell, schnell, schnell. Was macht Rina? Direkt Stahl. Okay, du wirst dich jetzt um sie kümmern. Nee, Tine wird das nie machen. Nee, 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 nee. Käse, Konrad wird das machen. Nee, du sollst ihn ausziehen, du sollst... Wer denn verfluchte Axt, eh? Naja, mach mal. Vielleicht können wir dich ja retten. 5 Stunden, ich glaube diesmal klappt das. Damit können wir die Dings verbessern wieder. Und das hier, das reiße ich ab. Ist mir aufgefallen. Ich kann das ja in Zonen unterteilen. Habe ich zwar das Problem, wenn es irgendwo brennt, brennt es halt mal wieder. Aber ja, drauf gepullert. Gefesselt, verlangsamt. Komm, kriegt man das hin. 7 Stunden, ja. So, wer ist denn hier eigentlich mein Supergärtner? Arbeit. Feldarbeit. 9. 8. Konrad hat 13. Das macht Konrad. Konrad kocht. Konrad Tierpflege 5. 2. Du bist der Bossarzt. 3. So. Da kriegt man dich hin. Wir haben 9 Gefangenen. Achso. Moment. Noch irgendjemand, der Wache steht? Ja. Super. Okay. Und irgendjemand muss hier putzen. Cherokee. 2, 3. 3, du putzt. Junge, du bist jetzt erstmal zum Putzen eingeteilt. Ganz klarer Fall. Ja, das war ein kurzes Gefecht. Weiß nicht, was ich mit euch machen soll. Ah ja, weiß schon, was ich mit euch machen soll.
Ihr landet wieder da. Nochmal ein bisschen Holz hacken. Das war mäßig spannend. Die Feinde waren jetzt nicht wirklich gefährlich. Rennen in die Stachelfallen rein. Da habt ihr halt nichts zu lachen. So, große Baumfellaktion. So, aber wo bekomme ich Plaststahl und Gold jetzt her? Was haben wir hier? Granit. Granit. Und Granit. Hm. Ich hätte ja ganz gerne ein bisschen mehr. Ja, ja. Konrad, willst du dich bitte darum kümmern? Du kannst das doch eigentlich. Kannst du doch. Ja, du kannst das. Damit wächst nämlich wieder unsere Medizin. Und zwar gewaltig. Gewaltig. So, 25 Bauteile. Ja, wir brauchen aber so einen Scheiß. Was ist jetzt noch passiert? Die kann wieder laufen. Was machen wir denn mit dir? Eigentlich keine Interaktion. Freilassen. Als schuldig angesehen. Läuft ab. Was bedeutet das? Nicht beim Schlafen. Beziehungsgewinn bei Freilassung. Nichts. Reduziere Widerstand. 21. Rekrutierungschance. 100%. Okay. Warum? Arbeit, Gefangene. Schneidern, Handwerk, Aufseher, Tine. Ist dabei 11. 6, 5, 8 ist okay. Nur 6 und 0. Die Tine wird dich wieder bequatschen. Vielleicht haben wir ja damit eine neue Mitbewohnerin. Was machen wir mit euch? Los, rennen wir in so eine Stachelfalle. Ja, wir haben hier einen Haufen Zeug abzuholen. Draußen immer noch 51 Grad, hier drin sind's. 9. Ja, tagsüber. Macht mich alles nie glücklich. Könnte die Hitzewelle bitte mal wieder vorbeigehen. Aber das klären wir in der nächsten Folge. Dann in der 61. In der Hoffnung, dass auch Breiga oder Brega, die Zimmerin, die nicht so viel kann, außer im Fernkampf. Aber das ist mir... Oh, alle gucken fern. Ich lasse mich so leicht ablenken, ist einfach eine Katastrophe. Sei es wie es sei, mit diesen wunderbaren Bildern, dass alle beim Fernsehen Fußball schauen oder was auch immer, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis dahin, ciao, ciao.